Damit ein herzliches Willkommen zu BMG Drive. Und direkt schon mit einem richtig rührenden Motor. Und zwar mit dem Reaper Monster Truck. Heute mal wieder auf einer Crash-Sache. Weil das habe ich ja schon angekündigt im gestrigen Jurassic Dream Video, dass wir heute unser Auto wieder ein bisschen schrotten. Und das machen wir am besten mit den Monster Trucks. Und das diesmal auf Car Jump Arena, aber in einer Arena, in einer Freestyle-Arena mitten im Berg. Und plumps. Ja. Weil die Dinger vor allem sehr schnell kaputt gehen, wird das ein großer Spaß. Blau, alle dran, ja? Wir müssen uns immer nur richtig hinstellen, was mit denen einfach nur grausam ist. Das ist schon fast wie ein... Schon fast wie eine, keine Ahnung. Eine Bestrafung. Aber okay. Wir machen das mal anders. Und zwar, wir nehmen dann doch lieber einen anderen aus. Das war der falsche Knopf. So ein Ibi Shumirami. Jetzt hab ich's. Und zwar den Drifter einfach mal. Weil der schön grün ist. Weil das der Joker ist. Hihi. Joker-Karre. Und Jungs. Er hält was aus. Okay, und Drift. Ja, okay, jetzt nicht so der Drifter, wie man denkt. Aber auf jeden Fall schon mal besser zum Anfahren. Oh, sehr schön. Jetzt haben wir aber was Gutes getan. Und zwar, wir haben so ein unser Licht rausgeholt. So. Und wir machen den Looping, das schwerste von allen. Ich habe glaube ich, noch ein oder zweimal bisher hingekriegt. Muss gucken, dass man nämlich nicht so lange mit. Oh nein, wir hängen fest. Da komme ich auch nicht mehr raus. Okay. Wir brauchen einen etwas schnelleren Wagen. So ein Gravel. So ein LKW einfach. Hier so ein Heroes Sunburst. Rallye. Rallye-Wagen, die sind eigentlich am besten. Hab ich doch gesagt, die sind am besten. Ach du Heilige. Ja, okay, geht doch gut. Geht gut. Ah! Blendet. Verdammt daneben. Oh Gott. Okay, wir ziehen schon mal zur Seite. Eine ganz besondere Sache, wenn man nur einmal irgendwo angedischt hat bei den ganzen Rallye-Wagen und sowas, die ziehen die dann sofort zur Seite. So. Ab mit uns. Komm schon. Ja, nein, nein, da! Ha! Ha! Hu! Hi! Ha! Ha! Und. Ernsthaft. Mann, der hätte jetzt super auf den vier Rädern sein können. Das wäre jetzt eine richtig coole Landung gewesen. Das ist aber ein richtiger Rally-Drifter hier. So, dann drehen wir mal um. Ach Gott, das ist ja... Ach du Heilige, was ist das denn? Zweiter Looping, okay. Vielleicht kriegen wir das so hin. Okay, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Nein, nein. Oh mein Gott! Der Looping war perfekt! Der Looping war perfekt! Die müssen also aufeinander liegen. Das war auf jeden Fall gerade der perfekte Looping. Also wenn er auf den Boden gegangen war. So, dann. Was hat das hier denn so zu bieten? Ein Überflug! Oh, er kann nicht mehr fahren. Okay, das ging sogar. Was ist das denn da? Ah! Okay, da kann der Wagen schon nicht mehr fahren, wenn sowas passiert. Problem ist. Probleme! Oh Gott. Egal. Wir nehmen einen neuen Wagen. Das nervt. Der ist mir nicht mehr sympathisch. Ja, ganz recht. Der ist mir nicht mehr sympathisch. So. Dann nehmen wir mal unseren Ibishu Hopper. Hopper, Hopper. Und zwar Sport Special. Weil Special ist immer besser als nur Sport. Hey.
Oh Gott. Okay, der zieht nicht mehr zur Seite. Das sind wenigstens schöne Wagen. Und wenn ich es hinkriegen würde, dann wären die auch noch besser. Dann würden die auch noch schöner aussehen. Oh, das ist ein perfekter. Nein, das ist doch eine. Oh Gott. Oh, oh, oh mein Gott. Halleluja. Halleluja, wir haben es geschafft. Wir haben überlebt. Und wer dieses Aussehen an etwas erinnert, dann hat man da recht. Und zwar muss ich mal ganz kurz. Color. Tuning. Parts. Ist denn das? Frame. Bitte, wo ist denn hier? Ja! Da habt ihr nämlich ganz recht. Das ist einfach mal ein Ibisu Hopper. Das waren nämlich auch genau dieselben Fahrzeuge aus der Jurassic Park Reihe. Ja, darum können wir hier HP12 dran machen und jetzt sieht der richtig schön aus. Und damit machen wir gleich nochmal einen Drift. Geil, oder? Ja, okay, aber es gibt nichts über einen ordentlichen Crash, indem man zu wenig Geschwindigkeit beim Looping hat. Und Dachlandung. Ah, der funktioniert noch. War doch nur ein Dino dran. War doch nur ein Dino dran. Guckt euch das an, der würde sogar noch funktionieren. Das ist der Jurassic Park, würde die Dinger noch annehmen. Weil die Dinos dann denken, der wäre schon von denen geschrottet worden und der wäre keine Gefahr mehr. Oh Gott, ich bin falsch drauf gefahren. Oh Gott, Adelo. Oh mein Gott. Das ist hart. Okay, jetzt hat ein T-Rex sich da dran vergriffen. Ja, der sieht schon ein bisschen aus wie aus dem Game. Aus Jurassic Park The Game. Gut. Ich glaube, es gibt noch eine Jurassic Park Anstrich, glaube ich, für den Gravel. Soweit ich richtig bin. Wir brauchen die mal da, und zwar in einem schönen Gelb. Ist das überhaupt Gelb? Solar Yellow, ja, genau so. Solar Yellow. Ja, passt doch. Nicht ganz. Paint Design, gibt's da noch irgendwie? Nein. Karma? Oh Gott. Ist das? Gott. Es gibt ihn, glaube ich, nicht mehr. Was, wenn man Empty drückt? Ah. Dann bleibt er halt eben genauso. Was ist das hier? Nee, leider auch nicht. Okay, dann machen wir MD und dann sowieso ein neues Fahrzeug. Denn wir müssen das weiter mit dem Bischofer machen. The Disappointment. Okay, doch eine Überlegung. Wir machen es damit. Yeah! Das Ding wird auf keinen Fall kaputt gehen. Das wird es auch alles schaffen. Guckt euch das an. Reinste Technik. Das ist ein richtiger Derbywagen. Wiehi! Oh. Da ist uns schon ein Reifen geplatzt. Und wir nehmen doch jetzt einen anderen Wagen, denn wir fahren mal kurz aus dieser Höhle raus und sowas heißt kurz. Es dauert schon ein paar Jahre, bis man aus dieser Höhle raus ist. Und dann nimmt man halt eben den normalsten Stadtwagen der Welt. In einem schönen Feuerrot. Guckt euch das an. Ist das nicht wunderschön? Tada! Und da fahren wir schon. Das ist der Parkplatz. Nein, nicht Ausfahrt. Ich muss doch erstmal parken.
So, erstmal schön Hinterdrift. So. Ich bin mit meinen Kids hier, damit die extra Blut und Gestümmel sehen. Ich bin der fürsorgliche Vater der Welt. Beide sind. Der eine ist 5 und der ältere ist. Wie alt bist du nochmal, kleiner Tom? Ach, 7. Ja, da geht schon mal Blut und Gestümmel für die in Ordnung. Glaube ich. So, wir sind da. So, Kids, ihr begleitet schon mal Parkplätze. Warte mal, das geht hier nicht. So, Tribüne West, Grandstand West. Tribüne West, Tribüne West, Tribüne Ost ist das dann wahrscheinlich. Nee, Tribüne Süd sogar. Okay, Jungs. Hier ist der Parkplatz. Oh Gott, ich bin schon drauf falsch gefahren. Ich glaube, ich wurde geblitzt. Oh, das ist hier eine Tür, da kann man hier direkt vorparken. So, Kinder, steigt mal aus dem Wagen aus. Jetzt wird erstmal schön Blut und Gestümmel gesehen. Ich bin der beste Vater der Welt. Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Kinder zu erziehen habe. Sie müssen schon im frühen Alter wissen, wie schrecklich es ist. Oh, Deutschland! Deutsche Flagge da oben. Ja, die Map, wenn man es jetzt bis jetzt noch nicht gesehen hat, die Map wurde von einem Deutschen entwickelt. Bin ich ganz froh. So, wir dürfen auf dieser Spur 120 fahren. Ach, wir sind gerade mal bei 80. Der Wagen zieht mir ein bisschen zu sehr zur Seite. Ah! Ja, wenn man mit Controller steuert, da ist die Steuerung schwammig. Wir haben gerade mal 100 km/h. Was wollen Sie? Los, Auto. Ich verbrate natürlich ein bisschen mehr Treibstoff, aber... Tankstelle sind. Es regnet. Danke, dass du mich gerade so erschreckt hast, Regen. Anders Construction. Okay, da mal einen richtig coolen Drift hingelegt. Und gucken, dass wir schnell wie möglich hier rausfahren. Das bricht hier noch gleich alles ein. Also das Ding ist einsturzgefährdet. Genau durch diese Bauarbeiten. Ich habe das schon 100 Mal dem Bürgermeister gesagt, dass sowas nicht gut sein würde. Aber er wollte es hier unbedingt lassen, weil es eine so große Geldeinnahme war. Jetzt regnet es wunderschön draußen. Das ist nicht schön. So. So. Und wenn wir schon apropos Regen sind, dann... Kann man hier irgendwo Regen machen? Hallo? Regen? Okay, dann machen wir... Ach Gott, nicht im Tunnel. Cloud Cover. Okay, dann machen wir erstmal Blinker. Da geht's nicht weiter, egal. So. Vorbildlich Blinker gesetzt, auch wenn das eine Crash-Folge ist. Aber egal. Brumm, fahr weiter, Auto. Ich glaube, man muss da weiterfahren. Scheiße im Kleister. Ich habe das schon ein paar Mal nicht geschafft. Und da hat mein Auto sich dann in der Wand wiedergefunden. Ich sehe da. Seht ihr das auch da vorne? Da vorne. Wie weit kann ich? Oh Gott. Da vorne. Oh Gott. Oh Gott. Wow. Wenn man so Auto fährt, dann ist jede kleinste Bewegung gleich ein richtiges Drama. Ich kann die Kamera nicht zurücksetzen. Hallo. Sehr schön, wir sind daraus entkommen aus dem Tunnel. Tankstelle, ich muss tanken!
Tankstelle. Okay, wenn du so nicht willst. Flieg, Auto. Tankstelle! Jetzt reicht's mir, Auto. Flieg und Sieg, Auto! Okay, jetzt gehen wir das mal ganz langsam an. Weißt du, wie ich das dann mache? Hallo. Oh mein Gott. Sie hat es noch geschafft, hier zu springen. Ich bin so stolz auf mein Auto. Nicht. Na bitte, geht doch, Auto. So. Und weil meine Zuschauer sich auch mal kürzere Videos gewünscht haben, mache ich wahrscheinlich hier auch was los. Mit dem Blinker setzen. Ja. Mach Schluss mit dem Blinker setzen. Ja, okay. Weil die Videos sonst zu lange werden, höre ich jetzt auch schon auf. Und mit einem schönen Crash, der nicht gekommen ist, aber gleich kommt, verabschiede ich mich dann schon mal in meinem wunderschönen mit meinem wunderschönen Auto. Da war immer noch kein Crash. Dann machen wir das jetzt so hier. Und damit verabschiede ich mich dann von euch. Und habe schon wieder alles Mögliche an Crash-Möglichkeiten verfehlt. Kann ich jetzt mal auch mal crashen? Gott, verdammt, noch eins. Ah, okay. Dann jetzt nochmal eine neue Abmoderation. Indem ich einfach in das Haus düse. Um knappe 200 Meter verfehle. Verabschiede ich mich dann halt eben auch von euch. Mit dieser Folge BMG. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, dass mein Auto jetzt traurig aussieht. Ja, und ich würde dann sagen, wir sehen uns hier dann am Freitag zu einem weiteren Video. Zu einer weiteren Folge BMG Drive. Und hörst du jetzt mal auf? Dann machen wir uns wieder ein Szenario. Jetzt hörst du mal auf, ne? Auto, ich hatte. Auto. Stopp. Okay. Wenn Auto es so will, dann höre ich jetzt auf. Tschüss, wir sehen uns dann am Freitag. Und jetzt gibt's erstmal auf aufs Müll. Auf deine Autohaube, Auto.